Okay, Emma, also ich habe jetzt vier Sachen schon auf meinem Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Reicht das nicht mal langsam? Nein, das reicht noch lange nicht. Ich meine, wenn ich das selber schreiben könnte, könnte ich das auch selber machen. Aber dafür habe ich dich jetzt. Also ich wünsche mir so ein elektronisches Auto, wo ich mich reinsetzen kann und selber fahren kann. Soll ich das denn jetzt aufschreiben? Das ist viel zu lang, das Wort. Kann mir nicht einer helfen, Hanna? Ach, Julian, das schreibt man auseinander. Also mehrere Wörter und versuch's doch mal Silbe für Silbe. Das ist gar nicht so schwer. Okay, und außerdem wünsche ich mir noch eine elektronische Gitarre, so eine E-Gitarre, wie das die Rockstars haben. Schreib das auf. Boah, Emma, das wird doch niemals klappen. Das kann der Weihnachtsmann nicht machen. Also nicht für dich. Das wird er dir nicht erfüllen, den Wunsch. Hey, Hanna, warte mal ganz kurz. Was ist denn da oben schon wieder los? Worum geht's denn da bei euch? Ach, Mama, frag nicht. Also, Emma übertreibt wieder total mit ihren Weihnachtswünschen und Julian muss alles aufschreiben. Alles für den Weihnachtsmann. Wie, was? Es geht jetzt schon um Weihnachtsgeschenke? Ich meine, das kann doch echt nicht wahr sein. Da muss ich dringend die beiden von abhalten. Okay, und das, was ich mir auch jedes Jahr wünsche, ist so ein Hundewelpen. Ich möchte einen haben, der muss natürlich lebendig sein. Kein mit Batterien oder so, das ist Quatsch. Wenn ich kurz eingreifen kann, es gibt keinen Hundewelpen, Emma. Wir haben Katzen und das verträgt sich einfach nicht. Und das habe ich dir schon so oft gesagt. Na und, das ist mir doch total egal. Wenn ich so einen haben will, dann schreibe ich das auf die Wunschliste und der Weihnachtsmann kann das selbst entscheiden. Seit wann entscheidest du das? Also ich halte mich raus. Ich muss hier nur abtippen, also schreiben. Na, ich sag gar nichts dazu. Ich habe noch was viel Besseres, Kinder. Ich meine, wollen wir nicht langsam die Weihnachtszeit einläuten? Ich meine eher mit Adventskalendern. Ich habe euch nämlich schon einen besorgt. Die könnt ihr euch mal angucken. Wie, was? Also du hast schon Adventskalender geholt? Kann ich mir da auch einen aussuchen, bitte? Was, Mama? Das ist ja total cool. Wo? Ich will den unbedingt sehen und ich will ihn direkt auspacken. Erstmal, der wird jetzt nicht ausgepackt. Erst am 1. Dezember. Für jeden Tag eine Tür. Emma, was ist denn los mit dir? Jedes Jahr das Gleiche. Also, es sind verschiedene. Ihr dürft euch die angucken und einen aussuchen. Oh, ich muss da als erstes hin. Hallo, durch. Nicht durch. Auspacken. Oh, diese Faszination von Adventskalendern und Kindern. Also, ich verstehe das nicht. Die sind immer so ungeduldig. Boah, die sind ja sowas von cool, Julian. Du musst mir versprechen, wenn ich jetzt hier schon so ein paar Türchen aufmache und da reingucke, was da drin ist, ich muss mich ja dafür entscheiden, dann darfst du das nicht Mama sagen, okay? Boah, bist du dreist. Mama hat gesagt, wir sollen das nicht machen. Also bitte, du bist ja schlimmer als ich. Emma, lässt du mal die Finger davon? Wenn du den Kalender vorher aufmachst, gibt's tierisch Ärger. Das hast du schon die ganzen letzten Jahre gemacht. Boah, Hanna, ich dachte, wir sind Geschwister und wir halten zusammen. Ich meine, ich erwarte von euch, dass ihr Mama und Papa und allen anderen nichts sagt. Ich will da nur kurz reingucken. Wie bitte? Kurz reingucken? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Mama, ich wollte es wirklich verhindern. Ich weiß nicht, ob sie schon reingeguckt hat, ob sie schon was gesehen hat, aber meine Schuld ist es nicht. Sie will sich einfach nicht an die Regeln halten. Ganz ehrlich, Mama, wie soll ich mich für einen Adventskalender entscheiden, wenn ich nicht weiß, was da drin ist? Also muss ich doch vorher reingucken. Das gibt's doch wohl nicht. Ich meine, Emma, wie häufig soll ich dir das noch sagen? Wenn hier jemand den Adventskalender auspackt, dann nur am 1. Dezember und vorher, ich kassiere die ein. Boah, das finde ich jetzt aber nicht gerecht. Also nur, weil sie das gemacht hat? Also, du kannst doch nicht uns alle dafür bestrafen. Also nochmal, ich verstecke die Teile woanders. Dann findet ihr sie nicht bis zum 1. Dezember. Und Schluss. Oh, danke, Emma. Also jetzt darf ich mir gar nichts mehr aussuchen, nur wegen dir. Es tut mir leid, Leute, aber ich meine, wir hätten auch alle unter einer Decke stecken können. Ich hätte euch ruhig auch erlaubt, ein paar Türchen von meinem Kalender aufzumachen. Aber naja, hier darf man ja keinen Adventskalender vorher aufmachen. Wo will sie denn jetzt hin? Keine Ahnung. Und wir sind am Ende wieder diejenigen, die Leidtragenden sind. Ja, wir bekommen wieder Ärger. Ich weiß ganz genau, wer und wo die Adventskalender vorher schon ausgepackt werden. Aha, und da werde ich mich jetzt melden. Ich glaube, da bin ich an der richtigen Adresse. Nur kurz zur Info, ich bin verabredet. Ich gehe jetzt also zu Nina. Bis dann. Ja, ist okay. Und wir müssen das wieder bei Mama erklären. Aber sei wieder da, bevor es dunkel wird. Ja, das wird wohl nicht so lange dauern, so einen Adventskalender auszupacken. Oh Mann, wenn die wüssten, ich kann schon vorher reingucken. Julian, wer soll eigentlich diese Nina sein? Also, ist sie bei Emma in der Kita-Gruppe? Nina? Nee, die heißt doch Clara. Nee, keine Ahnung. Weißt du irgendwas? Ja, doch, oder? Nein, das kann doch gar nicht sein. Damit ist doch gar nicht... Also, ich glaube nicht, das ist doch nicht die Nina von Spiel mit mir, oder? Klopf, klopf, also hier muss das doch sein. Das ist doch die Wolke. Ob Nina jetzt wohl hier drin ist? Ja, hallo? Ist die Tür gerade von Geisterhand aufgegangen? Moment mal. Da ist doch jemand. Ups. Ach, hier unten. Wie winzig. Hallo, Emma. Hallo, ich bin hier unten. Darf ich reinkommen? Naja, selbstverständlich doch. Ich habe heute nämlich einen besonderen Gast. Emma hatte mich angerufen und sie hat gefragt, ob wir mal gemeinsam wieder Adventskalender auspacken können. Das haben wir ja schon mal gemacht. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Und jetzt habe ich wieder ein paar besorgt und ich hoffe, die gefallen Emma. Du darfst dich einen aussuchen. Ich werde die mal hier kurz Emma vorstellen.
damit sie die auch sehen kann. Wir haben hier einmal den Bibi und Tina Adventskalender. Das ist quasi ein 24-teiliges Picknick-Set. Also am Ende kann man damit wohl ein Picknick machen. Dann haben wir hier den Adventskalender Weihnachten im Spielwarengeschäft. Und hier ganz rechts haben wir Kampf um den magischen Stein, ebenfalls von Playmobil. Okay, Emma, welchen davon wollen wir denn gemeinsam auspacken? Also bei dem bin ich mir nicht so sicher, weil das ist ja mit Pferden, habe ich gesehen. Und mit Pferden habe ich es ja eigentlich nicht so am Hut. Also ich glaube, das ist eher was für Hannah, oder? Ich denke schon, das ist was für Hannah, das ist nichts für mich. Also ich glaube, ich finde den ganz cool. Das ist Weihnachten im Spielwarengeschäft. Das finde ich schon ziemlich interessant. Und außerdem, guck mal, da ist so eine Fee und die fährt Skateboard. Das finde ich richtig cool. Und den anderen, ja, das mit den magischen Steinen hier. Das ist, glaube ich, eher was für Julian. Deswegen bleibe ich bei dem hier, dem in der Mitte. Weil damit kann man, glaube ich, richtig cool spielen. Also den will ich auspacken. Hey, so wie es aussieht, hat Emma sich entschieden. Die beiden hier fallen weg. Das sind übrigens alles neue Adventskalender. Also die sind aus diesem Jahr, nicht aus dem letzten Jahr. Also Baby und Tina ist raus. Dieser hier ist raus. Das ist ja wohl was für Julian. Da interessiert sie sich nicht so für. Und das ist hier der Favorit Weihnachten im Spielwarengeschäft. Und ich würde sagen, wir müssen, glaube ich, erstmal diese äußere Klappe abmachen, weil dahinter verbergen sich die Türchen. Du, Nina, eins wollte ich dir übrigens noch sagen. Die Auswahl, die du getroffen hast, die war nicht gut. Weil letztes Jahr war ich hier und da habe ich hier Peppa Wutz Adventskalender mit dir ausgepackt. Warum gibt's sowas nicht? Keine Ahnung. Also ich meine, ich finde den eigentlich gar nicht schlecht. Das sind 24 Türchen mit einem aus einem Adventskalender, wo es um Spielzeug geht. Ich dachte, das sei auch was für dich. Also tut mir leid, Emma, aber den Peppa Wutz Adventskalender, den gab es, glaube ich, noch gar nicht. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Monate warten. Also ich komme dann nochmal wieder, ne? Also ich packe jetzt den aus, aber wenn Peppa Wutz da ist, dann packe ich den auch nochmal aus. Alles klar, Emma. Ich würde sagen, pack doch mal das erste Türchen aus. Also mach die Tür mal auf. Türchen Nummer 1. Ich komme! Hä, aber das ist doch kein Spielzeug. Ich meine, die sieht aus wie meine Mutter. Die hat Weihnachtsklamotten an. Hallo, ich bin Emma Vogel und wer sind Sie? Also, Emma, ich glaube, die Figur, ich weiß nicht, ob die schon sprechen kann, die ist noch in keiner Playmobil-Welt drin. Nicht so wie du. Also, Nina, ich muss schon sagen, manchmal erzählst du komische Sachen, von wegen, man kann nur reden, wenn man in der Playmobil-Welt ist. Lass uns lieber Türchen Nummer 2 aufmachen. Oh, das ist immer gar nicht so einfach. Also Türchen Nummer 2 war auch nicht viel besser, weil da haben wir jetzt diese Kasse hier oder so. Ich glaube, ja, das sieht wirklich aus wie so ein Verkaufstresen. Und vielleicht kann man ja hier die Figur, die aussieht wie deine Mama, hier als Verkäuferin anstellen. Was ist denn noch dabei gewesen? Naja, hier so ein, was ist das? Wie so ein Geschenkband oder so. Ich glaube, das ist eine Weihnachtsgirlande. Also, das ist so zur Dekoration. Naja, so spannend ist das bislang noch nicht, ne? Ich dachte, da sei was Cooleres drin. Ach, Emma, dir kann man es auch nicht recht machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Türchen Nummer 3 auf. Ich mache das mal, weil das hier so weit oben ist. Und was haben wir hier? Sticker? Ich glaube, es ist ein Laptop. Oh, wie cool, ein Laptop. Da kann ich direkt Roblox installieren. Was ist denn das da noch? Eine Schere? Die war wohl auch mit dabei. Vielleicht für das Geschenkpapier? Ich habe keine Ahnung. Viel Spaß bei Roblox. Ich werde hier weiter den Adventskalender auspacken. Weiter geht's mit Türchen Nummer 4. Ich weiß nicht, ob Emma schon ausgestiegen ist oder ob sie überhaupt noch Lust hat. Ich mache einfach mal weiter. Es ist gar nicht so einfach hier mit einer Hand. Was haben wir hier? Oh, das ist ja total süß. Könnt ihr das sehen? Es spiegelt so ein bisschen mit der Verpackung. Aber es ist so eine Puppenwiege oder sowas mit einem Teddybären drauf. Boah, das ist ja sowas von cool. Da ist der Laptop nur nebensächlich. Eine Puppenwiege. Oh, wenn es um Puppen geht, bin ich natürlich Feuer und Flamme. Finde ich richtig klasse. Das ist bislang das Beste, was da drin war. Freut mich, Emma, dass dir das gefällt. Wollen wir direkt weitermachen mit Türchen Nummer 5? So, dann schauen wir mal, was hier drin ist. Türchen Nummer 5. Was machst du denn, Nina? Adventskalender auspacken. Oh, mit Emma. Wir wollten noch nicht mehr so früh Adventskalender auspacken. Es ist erst September. Naja, aber ich meine, Emma hat sich das gewünscht. Und warum eigentlich? Nina, komm, den packen wir erst später aus. Naja. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, Emma, das gibt, glaube ich, Ärger. Oh, 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 jetzt ist Kathi hier. Es tut mir leid, das war alles Ninas Idee. Wirklich, ich habe damit nichts zu tun. Und jetzt hat sie den einfach weggenommen. Zu Hause durfte ich auch keinen Adventskalender auspacken. Was ist denn hier los? Aber hier liegen ja noch mehr Adventskalender. Kathi, wir sind mittendrin im Video. So, die nehme ich jetzt auch mit. Bevor ihr noch weiter auf diese blöden Ideen kommt, die sind einkassiert. Aber ich war bei Türchen Nummer 5. Es fehlen noch 19. Die kannst du im Dezember auspacken.
Toll, jetzt habe ich noch nicht mal einen halben Adventskalender ausgepackt. Katja hat die einfach einkassiert jetzt. Ich kann auch nicht abwarten. Mir geht's genauso wie Emma. Also das kann doch echt nicht wahr sein. Ich bin hier extra hergekommen, dachte, wir können hier einen Pepperwutz-Kalender auspacken. Dann ist es einer von Playmobil und dann nimmt Kathi die weg. Toll, da brauche ich auch nicht mehr hier sein. Da gehe ich nach Hause. Aber immerhin weiß ich, was in den ersten 5 Türchen ist. Naja, in den 4. Ich glaube, das andere war ein kleines Auto. Tschüss.